Dann let's Bist du go. soweit? Ich bin soweit, ja. Na dann. Fangen wir an, oder? Fangen wir an, ja. Ja, ich muss überlegen, was ich sagen soll. Ich weiß eigentlich genau, was ich sagen soll. Ich muss mich mal endlich überwinden, das zu sagen. Scheiße. Gewöhnt man sich da jemals dran? Ich weiß es nicht. Ich stehe nur hinter der Kamera. Ja, na gut. Ja. Hey, willkommen zu meinem Studio. In meinem Studio. Geht schon los. Direkt verkackt. Gut. Ich merke schon, die Blooper am Ende werden länger als das Video eigentlich. Aber na gut. Ja. Hey, willkommen in meinem Studio. Bin ungefähr vor einem Jahr hierher gezogen. Das ist mein erstes richtiges Studio, wenn man es so nennen kann. Das ist immer noch ein Home-Studio, also einfach in meiner Wohnung, ein Raum. War, glaube ich, früher hier das Wohnzimmer, haben wir jetzt umgebaut. Das ist das erste Studio, wo ich akustisch mal ein bisschen was investiert habe. Also alles selbst gemacht, aber halt Absorber und sowas an die Wand gehängt. Klingt schon ganz gut hier drin. Genau. Der Raum ist vor allem so zum Schreiben, als Creative Space gedacht. Genau, klingt dafür aber eigentlich echt ganz gut. Aber so die Idee davon ist einfach, die ganzen Ideen, die man hat, schnellstmöglich irgendwie in den PC zu kriegen, in die Software reinzukriegen. Deswegen alles, was hier ist, ist immer verkabelt, immer abmikrofoniert. Man kann sofort loslegen, damit einfach die Idee, die man hat, schnellstmöglich im PC ist und man die nicht verliert. Genau. Deswegen lass einfach gleich loslegen. Ich zeige euch ein bisschen nur die Details, die hier rumstehen. Centerpiece ist MacBook Pro, genau, von 2020. Ist eigentlich super, ist fast komplett ausgestattet, braucht man eigentlich überhaupt nicht zum Musik produzieren. Das Ding ist, das rauscht saulaut. Irgendwie gefühlt bei 7% CPU-Auslastung geht das Ding schon los. Das ist mega nervig. Gerade wenn man hier in dem Raum aufnimmt, und ich habe ja nur den Raum, also nehme ich hier auch auf, gerade bei Klavier oder sowas, muss ich immer den Lüfter ausschalten. Ich glaube, so für so 20 Sekunden. Wenn ich es dann vergesse, wieder anzuschalten, dann hab ich oft das Gefühl, das Ding raucht mir gleich ab. Das ist ziemlich nervig, ansonsten ist super. Da kommt wahrscheinlich bald was Neues, weil das kann man so nicht benutzen. Genau, ansonsten benutze ein Modo M4 Interface. Das ist, fand ich gerade so ein Zweikanal, beziehungsweise Vierkanal, aber zwei Vorverstärker ist eigentlich so das Beste, was man für das Geld kaufen kann. Schon davor Modo benutzt, das ist super. Ansonsten, ich habe hier alles mit so einer Patch Bay angeschlossen, weil ich eben halt nur vier Kanäle habe. Und ich meine, ich habe hier einen Synthesizer, der braucht zwei. Ich habe das Klavier immer abmikrofoniert. Ich habe eventuell eine Sängerin, die vielleicht kommt, oder einen Gitarristen. Deswegen habe ich einfach alles da quasi an die Patch Bay angeschlossen, kann das schnell umstecken und habe quasi immer alles parat, damit einfach alles schnell geht, immer alles schnell erreichbar ist. Genau, ich mache alles mit Ableton. Ich habe Ableton von Anfang an benutzt, das funktioniert irgendwie super. Komme damit super klar, ich brauche da eigentlich auch gar nichts anderes. Genau. Dann die Boxen. Vokal Alpha 80, auch das ist fast zu groß für den Raum, ehrlich gesagt. Aber ich wollte immer einen 8 Zoll haben, weil ich spiele ein Bassinstrument, ich komme vom Bass, deswegen brauche viel Bass. Keine Ahnung, deswegen haben die, glaube ich, besser gepasst. Die klingen eigentlich auch echt ganz gut. Auch für den Preis finde ich es voll in Ordnung. Da kann man natürlich, für Monitor kannst du so viel Geld ausgeben, aber ich denke mir oft, wenn du die kennst und genau weißt, wie die klingen, wie viele Leute produzieren immer noch mit diesem Yamaha HS8 oder HS5 und kommen damit voll klar. Ich kenne die Dinger in- und auswendig, deswegen funktioniert das richtig gut für mich. Für meine ganzen Drum-Geschichten habe ich eine Maschine. Und so für die ganzen Transportsachen, den Faderport auch schon seit Ewigkeiten. Super robustes Teil, funktioniert seit Jahren super. Direkt daneben mein Master-Keyboard. Das ist ein S88 von Native Instruments. Kostet sau viel Geld, weiß ich, aber das ist so eine Investition, die machst du einmal, dann hast du es ein Leben lang. Ich habe Klavier gelernt, das ist mein erstes Instrument. Deswegen bin ich irgendwie nie so richtig klar gekommen mit diesem Anschlag von Synthesizer, dass man quasi einfach nur Plastik fühlt. Deswegen gerade bei einem Klavier finde ich, das hat diesen Hammeranschlag, das fühlt sich einfach normal an, das fühle ich mich wohler, das ist viel besser. Deswegen habe ich das genommen. Wie gesagt, kauft man einmal, hat den Rest seines Lebens, deswegen funktioniert das wunderbar. Auch einfach die vollen 88 Tasten zusammen finde ich ist cool. Oben drüber, Roland System 1, System 1. Muss ich ehrlich sagen, habe ich noch nicht so lange, habe ich auch gefühlt drei Sounds erst rausgekommen. Die waren geil, aber da muss ich noch ein bisschen mehr Arbeit reinstecken, damit das Ding mal besser benutzt werden kann. Sieht auf jeden Fall cool aus, also da auf jeden Fall schon mal eine Aufwertung vom Studio. Musik.
Na, auf der anderen Seite, so das Herzstück für mich, mein Klavier, das Ding ist uralt, ich hab's von meiner Uroma geerbt, das ist irgend so ein DDR-Klavier. Ich habe den Namen schon nicht mehr, weil die Leiste, die da drauf steht, die ist irgendwo im Keller unten. Genau, ich finde, es klingt so offen cooler, deswegen habe ich es auch immer so offen, sieht einfach cooler aus. Und hat so einen richtig alten, dunklen Klang. Und ich finde gerade bei Klavier, ich bin super picky, was Klavier angeht, weil ich mag diese hellen, härteren Klaviere nicht. Gerade upright kann, finde ich, öfter mal ein bisschen zu hart klingen, das finde ich nicht so cool. Das klingt total weich, total dunkel, das ist genau mein Ding. Ich nehme es ab mit zwei AKG C214. Ich finde die C414, die großen Brüder oder Schwestern davon, sind fantastisch, einfach viel zu teuer. Dafür das Paar irgendwie 1400 Euro oder noch mehr auszugeben, das war für mich nicht drin. Die Kapsel ist aber genau die gleiche. Ich kann nur die Richtcharakteristik nicht umstellen, aber das brauche ich eh nicht. Die sind da immer fest installiert, das funktioniert wunderbar. Ansonsten mit Kopfhörern nehme ich irgendwie absolute Standardzeug. Das sind die 770 Pro von Biodynamic. Die sind komplett unkaputtbar. Ich habe schon das zweite. Klingen super, dichten gut ab, wenn du nebendran was aufnehmen willst. Es gibt auch, glaube ich, kein Studio auf der Welt, wo du nicht diese Dinger findest. Deswegen die sind echt eine super Wahl. Ich habe hier noch so einen Schirm von SE. Braucht man jetzt nicht mehr so unbedingt hier drin, weil eigentlich habe ich hier von der Akustik eigentlich alles ganz gut geregelt. Benutze trotzdem immer ganz gerne. Vor allem hier in der Verbindung mit dem Neumann. Das ist TLM 102. Das ist das kleinere von den beiden. Das 103er ist ein bisschen größer. Tut's völlig für mich, habe ich schon vor einer Zeit lang gekauft. Gerade für Gitarren, aber auch Vocals ist das wunderbar. Vielleicht ein bisschen was zur Akustik. Der Raum hier ist dann doch relativ heftig bearbeitet mit der Akustik. Wir haben überall, auch an der Decke, haben wir Absorber. In den Ecken haben wir große Bassfallen, Bass-Traps, irgendwie Wände. Und oben ist alles mit Steinwolle, die Bassfallen auch. Da ist in den Wänden 10 cm Steinwolle und oben sind sogar 30 cm. Aber wir haben das Glück, wir haben hier einfach 3 Meter Deckenhöhe. Da kannst du einfach richtig viel wegnehmen und es sieht trotzdem immer noch. Es fühlt sich jetzt nicht an, als wäre da irgendwie Befehlen oder sowas. Also man fühlt sich nicht wie im Loch oder so. Klingt hier schon viel besser dadurch. Gerade so diese kleineren Reflexionen sind weg, auch durch den Vorhang noch. Gerade hier vorne funktioniert das echt gut. Da hinten, wo die Couch steht, ist es ein bisschen schwieriger, aber da ist ja auch die Decke noch vollkommen komplett frei. Da kann man, glaube ich, noch ein bisschen was machen. Das funktioniert schon echt gut. Und ich habe auch zum Einmessen habe ich ganz viel von Sonarworks, also dieses System von Sonarworks genommen, was ich hier auch immer noch einsetze. Also quasi, das klingt schon echt gut, aber so für die letzten 10% ist dieses Sonarworks-System echt wunderbar. Das nimmt noch so ein bisschen, macht es noch ein bisschen sauberer, dass man hier echt ziemlich gut dran arbeiten kann. Der letzte Punkt, den wir jetzt schon haben, ist hier dieses Gearshelf, das Regal. Da ist einfach mal ganze Quatsch, den man so braucht oder auch nicht braucht. Ich habe halt Videozeug, habe ich da viel Gimbals und Drohnen und was man halt braucht oder nicht braucht. Dann halt meine ganzen anderen Mikrofone, so ein Shure SM58 hat auch, glaube ich, jeder zu Hause gefühlt. Dein Membraner von Octava. Das war es eigentlich auch schon. Das ist eigentlich ziemlich alles, was es hier drin gibt. Genau, die verbringe ich gefühlt jeden Tag, stundenlang. Meist benutzter Raum, glaube ich, hier in der Wohnung. Genau, ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick geben hier in das Studio. Habe euch vielleicht ein bisschen inspiriert, was ihr selbst bei euch noch machen könnt. Kommentiert mal, was euch am besten gefallen hat hier im Studio. Genau, und in Zukunft werden wir noch ganz viele andere Studios, nicht nur meins, sondern von ganz vielen anderen Leuten angucken und mal ein bisschen gucken, was die alles anders gemacht haben und was die für Ideen hatten. Alles klar, ciao.